Heute Donnerstag findet wieder ein Gesundheitsausschuss im österreichischen Parlament statt. Und die erste Frage, die sich natürlich gestellt hat, nachdem Gesundheitsminister Rudolf Anschober zurückgetreten ist, wird Vizekanzler Werner Kogler heute in Vertretung erscheinen? Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits bestätigen. Er hat den Raum betreten, allerdings der Ausschuss an sich ist nicht medienöffentlich. Es hätten auch Teile der Novellierung des Maßnahmenpaketes hier besprochen werden sollen. Hier hat es allerdings im Vorfeld keine Einigung gegeben und deswegen befasst man sich heute vor allem mit den Themen Mund- und Nasenschutz und auch stellt sich die Frage, ob die Teststäbchen nicht gesundheitsgefährdend seien, denn hier gibt es immer wieder den Verdacht auf chemische Inhalte, Stoffe, die hier eben die Gesundheit schädigen könnten. Ein Antrag, der hier eingebracht wird, der befasst sich vor allem mit Datentransparenz, nicht nur bei Impfungen, sondern auch bei Tests und Spitalaufenthalten, denn jetzt gerade in der Pandemie gilt es natürlich auch, den Datenschutz nicht hintanzulassen und dementsprechend wird der Ausgang dieses Gesundheitsausschusses sehr, sehr spannend.